Moin Angelfreunde, willkommen zur Teil 2 in Norwegen. Das kannst du schneiden. Das kannst du schneiden. Nach einer kurzen Nacht träumten schon von den neuen großen Fängen. Hoffnungsvoll starteten wir los in den nächsten Tag. Na denn, Leute, neuer Tag, neues Glück. Aufgesehen die zweite Schlacht. Jawohl, da ist ja der Erste. Ja. Wieder Jens. Naja, gönn dir, Alter. Wir sind hier gerade am Kader studieren. Den Gap haben wir vergessen. Gap! Ja. Gap! Na, sieht man schon was? Zu dem Kirsche. Ja. Nein, ist noch nicht so weit. Sind noch 40 Meter. Ne, jetzt kommt der Knoten, da ist er. Oh, oh, schöner Tang durch. Der ist ja gut. Das ist ein hübscher. Mensch, Pitti, Meister. Danke, danke. Der Bootsmann hat gerissen. Wieder den ersten. So muss das sein, ne? So, hat Andi uns mal ein paar Köder gefangen. Ja. Damit wir ein bisschen weiterkommen. Ja. Das ist ja, können wir doch schon mit Anstecker angeln. Jawohl. Jawohl. Mit neuen Spot, neuer Glück. Weil das wird ja auch mal Zeit. Ja. 7 Stunden waren wir auf dem Wasser. Vor allem Olli sagt gerade. Jetzt bin ich dran, ja. Jetzt bist du dran im Buff beim ersten Mal gleich, ja. Ja, ich hab was heute Jahr nicht. Mhm. Alles was besser mit Logik. Kaum unser Steuermann kriegt er sein Dampf. Ja, muss ich auch mal eine Runde drehen hier. Was hat er für eine Schlange? Oh, warte. Oh, das ist auch so ein Ding. So ein schönes Ding. Aber den hast du nicht. Den hab ich gegriffen. Oh, jetzt hab ich auch einen. Ja, und Andi auch einen, jawoll. Den hol ich im Sitzen hoch. Ja? Ja. Oh. Den hat zerlegt, du. Den hol ich im Sitzen hoch. Übrigens hat sich das bestätigt, Jungs. Das ist die dritte Sorte heute. Hat der Andi angekündigt. Heute sind es 3 Sorten, morgen wären es 4. Den hatte ich hinter der Flosse gegriffen. Das hat einen Lütten. Das hat einen Lütte? Ja. Da brauche ich gar nicht aufstehen. Da brauche ich gar nicht aufstehen. Gaff! Pedri, Olli. Da ist die Schlange. Du, der ist aber auch gut. Mein erster Leng. Da ist er. Jawohl. Pedri, Olli. Okay. Oh, den hat er auch richtig genommen. Ja, das ist noch ein größer, ja. Pollack. Oh. Oh, das ist ein schöner. Jo, Pedri, Olli. Jo. Boah, stundenlang jetzt gar nichts wieder. Hey, endlich mal einen schönen Pollack gefangen. Mein erster Pollack. Glückwunsch, Pedri, Olli. Ja, hast die sauer mit der Rute zerbrochen gerade. Ja. Hey, so eine schöne Rute, ja. Zack. Ja, kannst du ruhig noch filmen. Ja. Zack, 2 Teile. Scheiße. Naja, eine können nur einen Ersatzball. Weißt du, was das ist? Ein Seelachs. Nee, Seelachs ist anders. Der hat oben nicht grün, der ist schwarz und hat eine, so eine weiße Mittellinie. Das ist ein Pollack. Ja. Aber der ist schon schön groß. Ja, der ist schön. So. Jetzt habe ich ihn. Jetzt hat der Andi mal wieder das Glück. Heute macht Andi den ersten mit Fische fangen. Weißt du, wen ich da dran habe? Wen denn? Birkesal. Ja? Ja, weil ich Birke dran hatte. Aber man muss das Ganze schon mal so ein bisschen zusammenschließen, war. Ja. Die Gegend ist atemberaubend. Hammerkulisse. So, Jetzt. Oh, Anni hat gerade einen Biss wieder hier. Ja. Jetzt ist er dran, Zuppel. Oder? Nee, noch nicht. Oh,
Seine Beifänger wahrscheinlich. Noch nicht. Die spielen. Muss aufpassen. Wisst ihr? Aber nochmal zum Ende zu kommen mit meiner Rede hier. Es ist nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Man fährt nach Norwegen, hat in 10 Minuten die Kiste voll, wa? So ist das nicht. Man muss schon arbeiten für seinen Fisch. Jetzt haben wir schon mal gerade mal 3-4 Fische heute. Alle, die ihr jetzt gesehen habt. Und das war's bis jetzt. Oh, siehst du, die Fahrt geht weiter. Da kommt der nächste. So ist richtig. Eins runterlassen, anhalten. Anhalten die Rolle, runterlassen und jetzt kurbeln. Runterlassen, anhalten, ab. Kurbeln. Nee. Das ist auch dran. Ja. So wird eingeholt. Muss ich durch. Immer, jawohl. Jawohl. So und fühlt sich gut an? Ja. So holst du ihn schön hoch. Und so gibt es ja auch keine Leine. Aber es ist ein kleiner. Keine Schnur, meine ich. Die alte Drecksau. Schon wieder so wie gestern die Drecksau, die hole ich du mir heute. Nicht so eine große Klappe, noch ist er nicht da. Ja, noch ist er nicht da. Du Landei. Ein Schlänge. Ein Schlänge hier, Schlange. Ist ein Beifänger. Ja, Beifänger kann er. Nein. Auch ein kleiner. Oh. Aber mein erster. Nö. Ein süßer Schlänge. Ja? Pedri. Danke, mein Guter. Du, den kannst du nach Sachsen geben, der denkt, das ist ein Aal. Ist schon wieder so ein Schnocker. Der Arm hat nichts für dich. Naja, später kriegst du vielleicht noch. Ja. Oh, der nächste Kandidat. Was? Das ist ein Lumpel. Ja. Ein Lumpel ist das, ja? Kannst du da wieder reinschmeißen, Schatz. Hübsch sind die eigentlich, wa? Ja. Ach, einen können wir mitnehmen. So, trotzdem, Petri. Ja, danke dir, mein Bester. Nehmen wir aber nicht. Jetzt erstmal die Zigarette auf. Jawohl. Schön. Das ist ein Dorsch. Das ist gute, schön krumm. Das ist gut. Ein schöner Dorsch. Genau so. Wunderbar. Wunderbar. Den hast du voll drin. Den kriegst du auch raus. So ist es. Die alte Drecksau. Ruhig bleiben. Ruhe, Kobe. Was ist er? Da kommt er. Gib dir Mühe. Oh, was ist das für eine Schlange? Das ist ein Dorsch, ein schöner Dorsch. Und abgeschissen hat er auch nochmal, siehst du? Oh, geil, Alter. Schöner Koffer. Ja, Petri, Digga. Dankeschön. Das sieht ja nochmal nach einem Dorsch aus. Schöner Fisch. Ist der gleiche, 275. Wasser sah größer aus. Aber schön. Wunderbar. Das ist ein guter. Schöne Farbe. Na, siehst du, gleich der nächste im Dreh. Der Fisch ist noch nicht mal richtig verarztet hier, da wird schon der nächste rausgepumpt. Und was denkst du, guter? Ein guter Andi? Nee. Ne? Ja, ist immer gut. Also mit Pilger glaube ich 3,5 Kilo. Ja, geil, Petri! Das ist ein schöner, du. Ja. Boah, nicht schlecht, doch. Gleich der nächste wieder. Hallo, ich will auch angeln. Beziehungsweise, hallo, ich will auch Fische fangen. Meine Route genau daneben, ich kriege hier gar keinen Fisch hier. Was ist da los? Mach doch mal den Orangen dann rauf, Olli. Oh. Ja. Kleine Seelachse. Haben wir schon mal Köder für morgen. Hilli. Danke. Resultat des Abends, 20 Uhr, wir werden reinfahren. Hier nochmal unser Fang. Ja, was haben wir noch zu tun, wa? Wir sind noch zerlegen. Für die Dieschen. Na dann, ab geht die Post. So, zurück in der Anlage. Jetzt wird erstmal schön filetiert. Hier ist unser Fang. Heute Tag 2 ist noch nicht viel, ist noch ausbaufähig, wa? Na gut. Wir sind auf jeden Fall fertig jetzt mit Filetieren. Ja. Für mich war der Tag jetzt nicht so geil, 2 Fische eigentlich gehabt.
Den Rest haben alle die anderen gefangen. Und da habe ich mal schön meine Rute noch zerstört. Ne? Ich habe die halt auf die Reling gelegt, die hingen dann so zum Viertel oder so über die Reling. Und von unten an der Pollack, ja, scheiß Winkel, Rute gebrochen war. Zwei Einzelteile, scheiße. Die wollte ich eigentlich noch weiternehmen für Malta nachher, für den Urlaub. Ja, so wirklich viel Fisch gab es ja heute noch nicht, ne? Ach, wir hoffen einfach, dass die nächsten Tage besser werden, ja. Das ist ja ein bisschen mau, ne? Aber wie ihr seht, das Wasser ist ja so flach, also so glatt, fast den ganzen Tag. Die Betreiber sagen schon selber, ja, das haben die selber schon lange, lange nicht gehabt. Kann am Wetter liegen, dass es einfach schlecht läuft, ja, dass keine Welle ist. Hat vielleicht ein bisschen Einfluss auf die Beißlaune der Fische. Na gut, bis zu Tag 2. Geht's morgen weiter und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.